Seit einem knappen halben Jahr verstärkt ein kompetenter Gefäßchirurg das Team der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie am Elbland-Klinikum Radebeul. Neben den bisher durchgeführten Behandlungen steht nun auch die endovaskuläre Chirurgie, zum Beispiel bei Arterienerweiterung oder Arterienaussackung, im Fokus. Der minimalinvasive Therapieansatz ist dabei besonders patientenschonend. Man versucht also über minimale Zugangstrauben, über Punktionen zum Beispiel der Leistenarterie, die Arterien oder die Gefäße von innen zu reparieren. Das passiert mit Ballons, indem man die Gefäßengstellen aufdehnt oder mit einem entsprechenden Stent versorgt. Damit lassen sich auch größere Läsionen, zum Beispiel in der Aorta, zum Beispiel mit Stents abdecken und von innen reparieren. Der 41-jährige Spezialist begann seine medizinische Laufbahn an der Humboldt-Universität Berlin. Bin dann nach Hoyerswerda zurück in meine Heimatstadt gekehrt, habe dort die chirurgische Ausbildung unter dem damaligen Chef, Herrn Dr. Simonis, abgeschlossen. Habe dann einen Wechsel vorgenommen nach Dresden, ans Krankenhaus Dresden-Neustadt. Habe dort entsprechend als Chirurg gearbeitet und bin dann zur Ausbildung, zur gefäßchirurgischen Ausbildung an die Universität Karl Gustav Karaus in Dresden gewechselt unter der Führung von Herrn Professor Dr. Seeger und habe dann nach Abschluss der gefäßchirurgischen Ausbildung bin ich nach Chemnitz gegangen zu Herrn Dr. Seifert in die Klinik für Thorax, Gefäß und endovaskuläre Chirurgie und war dort als Oberarzt für die endovaskuläre Chirurgie verantwortlich. Das auf diesen Stationen erworbene Fachwissen kommt nun den Patienten des Elbland-Klinikums Radebeul zugute. Die minimalinvasiven Operationen an Blutgefäßen haben den Vorteil, dass Patienten bereits am Tag nach der OP aufstehen und nach 2 bis 5 Tagen die Klinik verlassen können. Heute steht ein komplizierter Fall auf dem OP-Plan. Bei der Untersuchung wurde bei dem Patienten eine schwerste Arterienverkalkung, unter anderem der Bauchschlagader, festgestellt. Die Wand der Schlagader zeigt einen Einriss und Einblutungen. Es besteht die Gefahr eines lebensbedrohenden Durchbruchs der Arterienwand. Bei unserem heutigen Patienten ist es so, dass die Aortenwand noch relativ normal ist, aber letztendlich sich an einer Stelle eine Ausbeulung, genauso wie hier in dem Modell zu sehen, dort gebildet hat. Und die wollen wir mit so einer Prothese, so wie sie hier schon zu sehen ist, von innen ausschalten, gehen also über die Beckenschlagader hinein und bringen diese Prothese also in Position unter den Nierenarterien. Dort wird sie ausgesetzt und auf der anderen Seite ein Bein verlängert. Schwierig bei diesen Patienten ist die ausgeprägte Arteriosklerose, auch der Beckenschlagader. Er ist im Vorfeld schon mal versorgt worden mit einem Stent in der Beckenschlagader aufgrund einer hochgradigen Engstelle. Und die Schwierigkeit wird sein, mit diesem Hauptkörper, den man ja einbringen muss über die Beckenschlagader, den dort drüber zu platzieren. Wie recht der erfahrene Operateur mit dieser Vorahnung hat, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Dem Patienten wird unter Vollnarkose die rechte Leiste geöffnet, um in die freigelegte Beinarterie eine Schleuse einzusetzen. Bedingt durch vorherige Operationen behindert stark vernarbtes Gewebe die Arbeit des Chirurgen. Der Patient ist voroperiert, sehr verwachsen an der Stelle, deswegen muss hier eine längliche Schnittführung gewählt werden. Wir haben jetzt das Gefäß freigelegt, angezügelt zur Sicherung gegen Blutung und punktieren jetzt das Gefäß und führen eine Schleuse ein. Und danach erfolgt die Kanülierung des Gefäßes. Das sehen wir uns dann an. Diese kleinen Schleusen führt Oberarzt Elfers in beide Beinschlagadern ein. Dann öffnet er durch die Schleuse die unter Druck stehende Schlagader, um als erstes einen Draht einführen zu können. Also wir sind jetzt soweit, dass wir jetzt das Gefäß kanulieren würden, den Draht nach oben legen, um die Beckenachse und dann die Aorta zu sondieren. Wenn wir soweit sind, legen wir die entsprechenden Katheter vor, machen eine Angiografie, stellen uns das Ganze dar, dass wir sehen, wo die Nierenarterienabgänge sind. Und dann kommt die Implantation schon des Hauptkörpers. Dabei muss der Operateur sorgfältig die genaue Lage der Abgänge der Nierenarterien markieren, um diese später nicht versehentlich durch den Stent zu verschließen. Dies hätte ein Nierenversagen zur Folge. Hier geht es um Millimeter. Die Entscheidung fällt nach dem Röntgenbild. Hilfreich sind dabei 2 Markierungsdrähte. Wir haben jetzt das Gefäß geschient
mit zwei Drähten von beiden Seiten und jetzt kommt über diese Führungsschiene der Hauptkörper nach innen. Der Hauptkörper ist der größere Teil des Stents, der durch die eine Schleuse eingeführt wird. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir den Hauptkörper auslösen. Die Nierenarterien sind markiert. Nochmals kontrolliert Oberarzt Elfers am Röntgenmonitor die Lage des Hauptkörpers, um diesen nun an der exakt vorberechneten Stelle zu befestigen. Jetzt erfolgt die Verankerung der Prothese. Dann ist sie the way of no return. Einmal ausgelöst, verankern sich die Widerhaken in der Arterienwand. Nun gibt es kein Zurück mehr. Jetzt wird das zweite Beinchen in diese Prothese implantiert. Dann ist dieses penetrierende Aortenulkus ausgeschalten. Jetzt steht auch fest, dass die nach den Vorbefunden gewählte Größe des Stents genau passt. Der Hauptkörper sitzt fest, in das kleinere Beinchen muss nun noch der zweite Teil des Stents eingeführt werden. Was sich so leicht anhört, ist nochmal eine kritische Phase im Operationsverlauf. Durch die zweite Schleuse hindurch muss Oberarzt Elfers den Führungsdraht in den Hauptkörper einfädeln. Das ist fast ein Blindflug. Lediglich die zweidimensionale Darstellung auf dem Röntgenmonitor gibt etwas Orientierung. Bereits nach wenigen Sekunden kann das OP-Team aufatmen. Nochmals kontrolliert Oberarzt Elfers die Lage des zweiten Prothesenteils, bevor er auch dieses fixiert. Also das Beinchen ist jetzt drin und wird jetzt sozusagen verbunden mit der Prothese, indem man es auslöst. Ne? Damit ist normalerweise der kritische Abschnitt der OP beendet. Doch jetzt bewahrheitet sich die Vorahnung des erfahrenen Operateurs. Die vernarbten und verkalkten Bereiche in der rechten Beinarterie verhindern das Entfernen des Führungsmechanismus. Das OP-Team um Oberarzt Elfers steht vor einem Problem. Immer wieder versucht der Gefäßchirurg, die Führung zurückzuziehen. Das Ganze muss vorsichtig passieren, um die ohnehin geschädigte Arterie nicht zu verletzen. Anspannung auf den Gesichtern. Rein ging's, es geht noch nicht mehr raus. Bange Minuten vergehen, dann huscht ein Lächeln über die Augen von Oberarzt Elfers und Chefarzt Dr. Bolwin. Das ist wirklich tricky, ne? Weil das so verkalkt ist, das Gefäß, und durch die Stent-Implantation ist die Wand so unregelmäßig, dass dort jeder kleine Widerstand dort hängen bleibt, und haben es aber jetzt raus und nun geht's weiter. Die Hilfsmittel sind draußen. Nun wird ein Schlauch mit einem kleinen Ballon nacheinander in beide Beinchen der Prothese eingeführt. Die Prothese wird in ihre Lage gebracht durch das Andehnen an die Wand. Und dann schauen wir uns die Endabschlusskontrolle an, ob alles so geworden ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Gut, wir sind soweit fertig. Wir würden jetzt das Gefäß verschließen, die Haut zunähen über diese kurze Strecke und dann wird der Patient auf die Intensivstation verbracht, bleibt dort eine Nacht überwacht und morgen kann er aufstehen und wieder auf die Normalstation. Die Arteriosklerose mit all ihren Folgeerscheinungen gilt in den westlichen Industrienationen als häufigste Todesursache. Begünstigt wird sie unter anderem durch Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und das Rauchen. Zum anderen gibt es natürlich auch eine genetische Prädisposition, die bei manchen Patienten nicht unerheblich ist. Der Patient nimmt die ersten Symptome, zum Beispiel die Ausbildung einer Arterienerweiterung, erst sehr spät wahr. Wenn Beschwerden auftreten, ist es meist mit starken Bauch- oder Rückenschmerzen vergesellschaftet, die einem Vernichtungsschmerz entsprechen. Ein Blutdruckabfall kann dort die Folge sein. Manchmal ist ein starkes Pulsieren auch des Aneurysmas durch die Bauchdecke zu ertasten. Sollte sowas auftreten, ist der Weg über die Rettungsleitstelle, einen Notarzt zu alarmieren. Für Patienten, die sich vorsorglich untersuchen lassen möchten, gibt es ein Vorsorgeprogramm, an dem auch die Elbland-Kliniken teilnehmen. Auch dieses Jahr findet wieder bei uns ein Aorten-Screening-Tag statt, wo also dem Patienten angeboten wird, an einem Tag zu uns zu kommen, sich über die Krankheit zu informieren und auch an einem kostenlosen Ultraschall-Screening teilzunehmen, in dem man sehr gut detektieren kann, ob jemand so etwas hat oder ob entsprechende andere Erkrankungen dort vorhanden sind, die letztendlich einer weiteren Abklärung bedürfen. Die würden wir dann bei uns weiter anbinden, diese Patienten, und natürlich auch versorgen.